Weiter geht's mit den Rezepten von Fatma aus Marrakesch. Und zwar hat sie zwei Gemüsesalate gemacht. Die sind ganz wunderbar vorzubereiten. Auch gekochtes Gemüse. Und das kann man auch am Tag vorher zubereiten. Der erste ist ein Möhrensalat, also Karotten, gelbe Rüben oder wie man das auch immer nennen will. Und da ist eine bestimmte Vinaigrette dabei. Das nennt sich Termula. Aber das ist eben eine Soße, die man wie eine Vinaigrette verwenden kann. Und die kann man mit sehr vielen verschiedenen Gemüsen machen. Und ich finde, das hat echt gut geschmeckt. Eine tolle Idee. Das werde ich bestimmt auch mal nachmachen. Dazu hat sie so einen Pfund Möhren und die schält sie und dann nimmt sie den Strunk raus. Das ist ganz merkwürdig. Das gibt es eigentlich bei unseren Möhren nicht. Das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Aber hier sieht es dann so aus. Und die schneidet sie mit so einem Wellenschneider, damit die schön hübsch aussehen. Und wäscht sie und dann tut sie die wieder in einen anderen Topf. Der wird auf den Herd gestellt und gleich das Feuer volle Pulle an und Salz dazu. Und dann wird das Ganze ja bestimmt eine Viertelstunde gekocht. In der Zwischenzeit macht sie die Termula. Also eine Zitrone auspressen, die Kerne nimmt sie dann noch aus. Und dann nimmt sie gekochte Knoblauchzehen und drückt sie aus der Schale heraus in den Zitronensaft. Und dann werden die weiter mit den Fingern so zerteilt, die sind ja ganz weich. Und dann kommen die Gewürze, das ist wieder das Kumin, Kreuzkümmel und Pfeffer. Dann kommt das Olivenöl. Und das wird dann ganz vermischt. Was jetzt noch fehlt, ist eigentlich klar, dass die Kräuter, Petersilie und Koriander, je nachdem, was man am liebsten mag oder beides. Und dann macht sie die Möhren hinzu. Was aber jetzt noch ganz wichtig ist, was sie vergessen hat vorher, das ist das rote Paprikapulver. Da macht sie noch etwas obendrauf, etwas weniger als bei anderen Sachen. Aber das ist halt auch mal so, gerade nach Lust und Laune. Und dann wird das Ganze vermischt und umgefüllt. Und dann steht es immer noch eine Weile. Das ist super wichtig, denn dann zieht es schön durch. Und das ist jetzt hier mit Zitronen dekoriert. Und da sind drei Salate, die einfach genial sind als Vorspeise.